zeige euch ganz kurz auch meine Mannschaft oder meine Transferliste, auf welche Spieler ich spekuliere und Geld machen will. Ja, vielleicht habt ihr noch keine Spieler und ihr wollt nachkaufen oder wollt auch investieren, dann schaut es auf jeden Fall mal euch an. Also meine Karten, wo ich jetzt investiert habe, ich hatte 150 bis 200.000 Münzen und ich habe sehr viele Team-of-the-Week-Spieler gekauft und das sind alles 84er. Ich habe den von Sevilla, glaube ich, geholt. Bonu, ein Torwart, ist eigentlich egal, wen ihr holt. Auf jeden Fall habe ich den für, schaut selber, für 11.500 geholt. Jetzt ist der gerade auf 3.000, 13.000 oder 14.000 und ja. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ich warte aber noch, bis irgendwelche Events kommen. Ich spekuliere da auf Icon-Events, weil bei Icon-Events brauchst du auf jeden Fall sehr viele Team-of-the-Week-Karten und das ist so ein bisschen vielleicht mittellangfristiger Investment, aber ja, in der Zeit verdreifacht sich der Preis von den Team-of-the-Week-Spielern. Und ja, dann will ich alles rausholen. Dann habe ich noch Oblak geholt. Ist auch sehr günstig momentan, wenn ihr ihn holt. Ich meine, Oblak ist ein 91er-Rating und kostet, ich habe den für 35.000 gekostet. Ist viel zu günstig für einen Oblak, ein 90er. Sage ich euch jetzt schon. Der wird auf jeden Fall steigen auf 60.000 bis 70.000, wenn ein gutes Event kommt, weil dann braucht jeder SPC-Futter und dann am meisten, am besten hoch geratete SPC-Futter. Okay, ja, dann war es eigentlich schon. Habe ich bisschen eine andere Mannschaft gemacht und hier habe ich bisschen umstrukturiert, beziehungsweise hatte ich ja eine halbe Silbermannschaft anstelle von Thales Magno, der mich vor 2 Wochen da sehr enttäuscht hatte, mich aufgeregt hatte, haben wir den Vinicius Junior, dann haben wir auf der rechten Seite den Dembele gezogen, ja. Ist momentan sehr teuer, der Spieler, finde ich, aber 83er, ja, Dembele nehme ich mit, ist schnell, 5 Sterne, 5 Sterne, kann ich nichts falsch machen. Aber ich ziele eh auf Icons, weil ich liebe Icons und ich werde euch wirklich versprechen, Leute, am Schluss, also wirklich schaut euch das an, bis Mitte Jahres oder so. Aber es wird echt geil. Am Schluss werde ich die besten Spieler der Welt haben. Ich werde einen Pelé haben, versprochen. Ich werde einen Ronaldinho haben, versprochen. Ich werde alle haben. Die Spieler, die ich feiere, werde ich haben am Schluss. Und mit denen macht es halt anders Spaß. Nur ganz kurz die Lage, wie es gerade steht. Ich habe 34 Punkte gesammelt, 44 kann ich erreichen noch. Ich habe 4 verbleibende Partien. Ich habe schon auf jeden Fall Weekend League eigentlich fast zu Ende gespielt. Es sind noch 4 Partien und ich könnte jetzt, wenn ich 3 Stück gewinne, noch Rang 3 schaffen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mir diese Wochenende überhaupt keine Mühe gegeben. War mir echt egal, weil momentan sind die Belohnungen so schlecht. Da macht es mir überhaupt nichts aus, mal hier einfach just for fun und auch einfach zum Spaß zu spielen. So, oh Mann, schon wieder diese Weekend League. Das ist wie Orange Shop. Du gehst da rein und du weißt nicht, was du kriegst. Entweder den größten oder, ja. Spiel hoch, Mann! Reg mich nicht auf jetzt, echt. Komm, wie dumm. Und dann macht er sowas. Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warum steckt ihr so viel Geld für so ein Spiel rein? Das verstehe ich echt nicht, Leute. Wirklich. Schaut mal, ihr habt so gute Mannschaften. Ich habe so eine Müllmannschaft. Ich habe so eine Müllmannschaft und ich spiele gegen euch mit dieser Müllmannschaft. Und lohnt sich das? Das lohnt sich wirklich nicht, Leute, 10.000 oder 5.000 € da reinzustecken wegen so einem Spiel. Es macht euch nicht automatisch besser. Mit dem Ball bei Nando. Er lässt sich zurückfallen, sehr aktiv, will den Ball. Oh Mann, Leute, das sieht echt nach einem ganz schwitzigen Partie aus. Mann, kriege ich immer wieder so wie geschissene Gegner. Ein Stream mal ganz normal, so richtig einfache Gegner. Wir machen keine Auswechslung, obwohl Moreno, weißt du, Moreno, ihr dürft Moreno nicht unterschätzen. Und Thales will seinen Stammplatz wieder zurück. Und Dembélé gleich weg. Hat mich aufgeregt. Hernani, ich gebe, nee, Mahrez. Wir geben Mahrez eine Chance, Leute. Wir geben Mahrez eine Chance. Der gefällt mir. Jo, Moreno, Junge! Das ist Moreno! Jubeln! Ganz klar jubeln! Du hast es verdient! Trink Tee, ganz normal. Komm, Moreno, klasse, klasse, klasse! Junge, ich bin so stolz auf dich! Du wirst nächste Woche Stammplatz! Du kriegst ihn! Gut so! Aber wir haben noch. Camavinga!
Kamavinga! Kamavinga! Junge, das sind meine Talente, Junge! Ich brauche keinen Messi da vorne! Das erwarte ich von dir. Ja, jetzt. Du willst mit mir tricksen. Mach den Trick nie wieder, Junge. Torwart? Nein. Messi. Guck, ich hab das Gefühl gehabt. Ich brauch keinen Messi da vorne. Leute. Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles. Fuck. Minute, Leute. Das ist diese FIFA 90. Minute. Ihr kennt es. Genau immer eine 90. Minute. Nein. Ich mach ihn. Rüber mit dem Ball. Und rüber. Und da. Ich mach ihn. Hat Spaß gemacht, Frank. War ein tolles Spiel. Moreno, Spieler des Tages, Moreno, oder? Wahnsinn, der Junge. Moreno. Ja, Messi, ich habe von Messi auch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Ich habe von Messi nichts gesehen. Aber trotzdem hatte er Messi, der hatte alle. Der hat auf jeden Fall sehr viel Geld reingesteckt. Und das finde ich einfach schade. Das ist einfach dumm. Vor allem, wenn dann halt Moreno Spieler des Tages wird. Schauen wir mal, was für ein Gegner. Die baller ich noch. Oh, der ist sehr gut. Leute, der ist sehr gut. Jawohl, Felix. Das ist ganz, ganz wichtig. Mann! Oh Mann! Gut. Schiri, also bitte, ich habe meine Finger gebrochen. Das war ein Skill-Move, den ich sonst nie schaffe. Gut so, Junge. Depay, Mann. Links, oder? Irgendwie fühle ich links. Jawohl. Nicht jubeln, der Gegner ist gut. Und nicht provokant. Okay, der hat abgebrochen, Leute. Ja. Der hatte genug. Da mit viel Übersicht. Ey, make sure you run this back so we know it's real. Ihr verteidigt alle nur mit Computer. Das ist so eklig langsam geworden bei euch allen. Versteht ihr? Versucht mal das bisschen besser zu machen, bitte. Oh ja, das gibt's ja nicht. Die Leute spielen nur noch mit Computer. Die KI im FIFA ist viel zu stark geworden. Die lassen einfach nur immer verteidigen. Die greifen dich nicht mehr an. Da mit viel Übersicht. Ey, make sure you run this back so we know it's real. Ihr verteidigt alle nur mit Computer. Das ist so eklig langsam geworden bei euch allen. Versteht ihr? Versucht mal das bisschen besser zu machen, bitte. Oh ja, das gibt's ja nicht. Die Leute spielen nur noch mit Computer. Die KI im FIFA ist viel zu stark geworden. Die lassen einfach nur immer verteidigen. Die greifen dich nicht mehr an. Oh, weil der hat mich jetzt sauer gemacht. Ich hasse solche Gegner, die die ganze Zeit mit Computer spielen. Das funktioniert bis zu dem Punkt, wo wir besser wie KI werden. Aber das Problem ist, die KI wird immer stärker und stärker. Aber was ist dann noch Spielen? Was ist noch wirklich Spielen dann? Wenn die KI immer stärker und stärker wird. Die machen fast gar nichts mehr. Man muss die Wege nicht mehr zumachen.
Computer macht komplett die Wege zu, es gibt kaum noch Lücken. Was du früher selber automatisch sehen musstest als Abwehrspieler, macht Computer. Und somit können auch 13-Jährige und 14-Jährige, die nicht so viel Ahnung vom Fußball eigentlich haben, hier bei diesem FIFA auch erfolgreich werden. Der beste Spieler auf der Welt ist ein 13-Jähriger gewesen letztes Jahr. Seid mir nicht böse, klar, ich respektiere das. Aber eigentlich theoretisch, das wäre wie wenn ein 13-Jähriger der beste Fußballer der Welt wäre. Geh, Vinicius, geh, jawohl, Junge. Oh, Traumhaft. Depay. Ich glaube, ich habe 2 Wochen trainiert, oder Leute? Sieht man da was? Das habe ich doch gesagt. Gib mir ein bisschen Zeit. Bin wieder weg. Mein Name ist AIK und das ist meine Folge. Ava. Like a wrecking ball. Like a shooting star, like a wrecking ball.